Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel 1. FC Bocholt gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. Endstand 1:1. Ganz recht herzlich begrüßen möchte ich unsere Gäste aus Essen, Vorstand, Trainer und die Fans, genauso wie unsere Fans und Anhänger hier vom 1. FC Bocholt. Mandy, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, insgesamt glaube ich, dass wir kein gutes Spiel gesehen haben von beiden Mannschaften. Aber man kann natürlich das auch immer andersrum sehen und sagen, beide Mannschaften haben nach hinten nichts zugelassen. Sowohl wir als auch Bocholt. Das Tor ist leider die Standardsituation, unser Gegentor. Das Tor, was wir machten, ein individueller Fehler. Für uns war einfach wichtig, dass wir irgendwie punkten, egal ob wir schön spielen oder nicht schön spielen. Wir wollten irgendwie punkten. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn zwei mehr gewesen wären. Aber bei uns kommt natürlich auch die Komponente immer noch dazu, dass wir da tief im Abstiegskampf stecken und dass es dann auch immer schwer ist, gut Fußball zu spielen. Ich sage immer, jede Taktik fängt im Zweikampf an und ich glaube, man hat gesehen, dass wir in den Zweikämpfen präsent waren, dass wir alles gegeben haben, dass wir alles rausgehauen haben, alle gut gegen den Ball gearbeitet haben. Wir haben ja ein paar Spieler, so wie Fabio Lamonica, der eigentlich ein Stürmer ist, der auf der 6 gespielt hat. Der Robin Fechner für mich auf die Position, unsere Nummer 5, richtig gute Spiele gemacht, jedes Kopfballduell gewonnen, jeden Zweikampf gewonnen. Position auch erst seit 2 Spieltagen spielt. So Step by Step kommen wir weiter, aber ja, im Prinzip war, glaube ich, gut, dass die anderen Ergebnisse, ohne etwas vorwegzunehmen, dass die anderen Ergebnisse eigentlich mehr oder weniger für uns waren. Und ich bin mir absolut bewusst, dass es bis zum allerletzten Spieltag geht. Wir spielen letzten Spieltag in Kronberg, davor die Woche gegen Kapellenerf. Das sind die Spiele. Und ja, ich hoffe, dass wir dann so richtig im Geschäft sind und das dann zum Schluss schaffen können. Und ich würde mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr den ETB auch wieder hier antreten würden. Ja. Vielen Dank, Manni. Wie gesagt, wir wünschen natürlich auch alles Gute, dass ihr die Klasse haltet. Ich gehe da mal ganz stark von aus. Manuel, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, die Sympathien sind natürlich groß Richtung Essen jetzt von mir, auch in Verbindung mit Manni. Ich denke auch vom Verein her einfach ein Duell mit guten Namen, so wie man sich letztendlich auch irgendwo wünscht in der Oberliga, dass wir auch gerne wieder zum Uhlenkrug fahren, anstatt auf irgendeinen Winterhof Kunstrasen, ist auch keine Frage. Also da tun wir uns einfach letztendlich schwer, auch auf den Plätzen voll zu punkten. Die Analyse war so, wie sich gehört, sage ich mal, vom Fachmann, passt. Wir sind irgendwo zufrieden. Haben auch das Risiko nicht noch mehr erhöht, um Gefahr zu laufen, vielleicht den einen Punkt auch noch herzuschenken. Also einfach geguckt, was können wir noch machen, um auf 3 zu spielen, aber den einen auch noch irgendwo zu halten. Also wir hatten noch nichts zu verschenken heute, ganz klar, um unsere Position auf Platz 3 auszubauen nach Möglichkeit. Ist ja einigermaßen gelungen. Ich glaube, Felber hat verloren. Und von daher habe ich Mani vorher schon gesagt, räum einfach nach uns alles ab, was da kommt, ne? Und sag ein und hol die Punkte, dass ihr drin bleibt. Und da bin ich ganz guter Dinge, auch mit den Lösungen, die er gefunden hat im Mittelfeld, schnelle Leute, schnelles Umschaltspiel, die den Ball gut transportieren können, dass sie ihre Punkte holen werden und wir uns nächstes Jahr dann hier wiedersehen. Dann geht es nach Schonnebeck nächste Woche, vielleicht irgendwie Traum dementsprechend hoch auch. Dann können wir gucken, dass wir da uns mal vielleicht ein klein wenig überraschend einen Dreier reintun und dafür werden wir die Woche jetzt mal wieder alles geben. Dankeschön. Bevor wir gleich zu den Fragen der Presse kommen, hier erstmal die Endergebnisse von heute. Sportfreunde Baumgart gegen die Spielvereinigung Schonnebeck 3:1. Jan Hiesfeld gegen den VfR Fischeln 5:3. TSV Meerbusch
gegen den VfB Hilden 1-2. Die Spielvereinigung Velbert gegen Düsseldorf West 0-1. Der SV Hönnepel Niedermörmter gewinnt gegen den Kroneberg mit 3-1. Der FC Krai gegen den SC Kapellen Erft 2-1. Und der VfB Homberg gegen Rating 04-19 4-1. Herr Brinkmann, Presse. Von der Presse BBV in Bocholt, haben Sie noch Fragen zum Spiel? Ja, vielleicht noch zu Tim Elsinghorst. Was hat Tim genau? Der ist nach wenigen Minuten schon erstmal in irgendwie so ein Loch eingetreten, ist umgeknickt, hatte dann schon Probleme mit Sprunggelenk. Er hat sich, ich glaube, irgendwie so eine Pille eingeschmissen. Ich bin jetzt kein totaler Arzneimittel-Spezialist. Ich weiß nicht, wie schnell so eine Wirkung einsetzt, ne, damit etwas besser wird. Hat dann noch den Ball irgendwo in den Magen gekriegt. Also hat signalisiert bei der Szene, wo er hinten liegen geblieben ist, das Sprunggelenk hält nicht. Ist besser, wenn er ausgewechselt wird. Und verlangen wir ja auch von unseren Spielern, dass sie da bei der Qualität, die auf der Bank ist, auch sagen, es geht nicht mehr, es muss ein anderer rein. Alles andere macht keinen Sinn. Zeigt die Linie auch aus. Aber das ist jetzt nicht total dick geworden, oder? Ich habe noch kein Statement von unserem Doc gekriegt. Ne? Ich hoffe, dass das morgen nicht anschwillt oder nachher, wenn sich beruhigt. Ne? Sonst noch Fragen? Fragen noch von den Fans? Ja, bezüglich Goris, der... Aber der ist halt in Uerdingen, glaube ich, nicht so ganz glücklich. Und selbst halt vielleicht Überlegungen nehmen, die kommende Saison zurückzuholen. Meiner Meinung nach hat sich mit Dresden ganz gut ergänzen. Ich habe bei dem einen oder anderen Sponsor dann schon mal angeklingelt. Bevor ich dann in so ein Rennen reingehe, um auch dementsprechend die vernünftigen Lösungen parat zu haben oder Mittel an der Hand. Ne? Kann ich nicht sagen, ich stehe mit Sicherheit im Kontakt, er steht mit Sicherheit auch im Kontakt mit Spielern. Das sind naheliegende Dinge, wir haben gut zusammengearbeitet, wir haben uns gut verabschiedet nachher auch. Man wird sehen, was Uerding am Ende des Tages macht, er hat einen Zweijahresvertrag, der einigermaßen dotiert ist. Wird immer eine Überlegung sein, weil die Zeit, so schwierig wie sie angefangen ist mit Philipp und mit mir, nachher einfach erfolgreich war. Und wir wissen, was er hat und er an uns irgendwo. Und dann schauen wir mal, aber er ist Spieler von Uerdingen und im Prinzip dann erstmal jenseits unserer Reichweite. Aber für Else, der ja gesagt hat, dass er kürzer treten werden, mit Sicherheit jemanden suchen, der irgendwo ein bisschen anderer Spielertyp ist wie Romas Dressler. Wäre eine Möglichkeit. Sonst noch Fragen? Wenn es nicht der Fall ist, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und dir, Manni, alles Gute.